Ja, ich war einer der Ersten, der bei diesem Beginn, ja, wann war das, vor 30 Jahren, in Hinterzarten als aktiver Trainer vor Ort war. Und das war ja am Anfang irgendwo, hat man gesagt, okay, man beginnt einmal mit dem Sommerskispringen, aber dass das so eine große Tradition dann in Anspruch genommen hat und über 30 Jahre Bestand hatte, war ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht abzusehen. Und da möchte ich an der Stelle vor allem dem ehemaligen Bürgermeister Hans Eckert, mit dem ich ja begonnen habe, und dem Hermann Werle ganz großes Kompliment machen, dass es letztendlich nach 30 Jahren auf ein hohes Niveau jetzt darbieten können. Und von daher herzlichen Glückwunsch, auch im Namen des Deutschen Skiverbandes, für tolle 30 Jahre, die ich da erleben durfte.